Let's Play Mafia 3. Ich hab's rausgefunden und wir begeben uns jetzt zum Schmuggler-Dock. Ist ein ganz schön weiter Weg. Aber so sehen wir auch mal ein bisschen was vom Wasser hier. Von der allgemeinen Flusslandschaft. Ich hoffe. Ja, wird schon stimmen. Irgendwie werde ich schon ankommen. Oh, da war schon ein Alligator wieder. Ich weiß jetzt schon, dass ich ganz, ganz viele Menschen an Alligatoren verfüttern werde. Warum? Weil ich's kann. Wir haben leider schon wieder einen regnerischen Tag. Was für ein Scheißwetter. Das kenne ich. Das kam doch in. Kam das nicht in einem in so einer spielbaren Demo vor von der E3 oder Games Convention? Das ist es mit diesem Mississippi-Dampfer. Kann man hier auch schießen? Ja. So, wo muss ich hin? Ich fahr mal so rum. Hoffentlich ist es richtig. Ich denke schon. Das sieht doch sehr gut aus. Steige ins Boot. Aha. Da hätte ich jetzt hier auch... Oh, Entschuldigung. Ich mach dich fertig auf jeder erdenkliche... Ich mache... Bye, bye. Noch einer da? Wollen wir uns noch umgucken? Ob es hier was zu finden gibt. Sieht nicht so aus. Bilder sehen wir auch keine. Okay. Ab ins Bötchen. Ich dachte jetzt, ich muss da mit dem Boot hinfahren. Wieder ein Alligator. Gleich über euch. Schön aufpassen. Und ab dafür, Paket ist zur Tür raus. Okay, holen wir ab. Mal schauen, muss ich da einfach nur drüber fahren jetzt, oder? Nein. Ach, man muss es halt nur mal lesen, was da steht. Das Gras ist nass, macht's trocken. Von den Transportmissionen kann man ja immer wieder welche machen. Weiß nicht, wollt ihr das sehen? Weil die sind, alles klar, bis zum nächsten Mal. Das war's. Weil die sind ja im Prinzip nur dafür da, um das Budget aufzubessern. Also die unterscheiden sich nicht sehr viel. Und sonst kann ich das auch zwischen den Folgen machen. Das müsst ihr mir sagen, wie ihr das wollt. Steig wieder. Das habe ich ja jetzt toll gemacht. Das habe ich ja jetzt toll gemacht. Spiel. Checkpoint laden. Ich dachte jetzt, ich muss nur... Oh,
dachte, ich muss jetzt nur einfach so irgendwie dann dahin fahren. Ich konnte jetzt nicht mehr ins Boot einsteigen. Wahrscheinlich habe ich es kaputt gemacht. Ich dachte jetzt, da gehe ich lieber ins Auto. Aber nein. Das habe ich dann wohl ein bisschen missverstanden. Hoffentlich muss ich jetzt nicht von vorn machen. Hä? Das ist aber jetzt nicht fehlgeschlagen oder sowas, oder? Ich hab's kaputt gemacht, glaube ich. Das Spiel ist kaputt. Hoffentlich gilt die jetzt als erledigt. Es würde mich jetzt nerven. Ah, Arm juckt. Ja, gut, dass ich mitten in der Pampa bin. Ich brauche ein Auto. Hallo. Hier fährt aber auch wirklich kein Schwein. Perfekt, dass ich genau hier das gemacht habe. Das geht wirklich nicht mehr jetzt, oder? Tja, dann willkommen zum Linken läuft durch den Sumpfsimulator 2016. Ist ja auch mal schön, so eine kleine Joggingrunde. Ich meine, unser Linken muss ja auch fit bleiben. Was würde ich jetzt nicht tun dafür, dass hier irgendwo ein Auto steht? Ja, ich höre Hupen. Kann ich da Abkürzung nehmen? Ich habe Angst vor den Alligatoren. Ist hier einer? Nee. Ach, das ist viel zu seicht gerade. Weil die Alligatoren können ja uns auch packen, wenn wir im Wasser sind. Hier könnte es gefährlicher sein. Markiere es jetzt trotzdem nochmal. Auto irgendwo? Bitte lass jetzt hier irgendwo ein Auto sein. Ich sehe nur Wasser, Wiese, Bäume und Häuser. Aber ich sehe auch Autos. Endlich. Finally. Was ist das denn? Das ist wie so ein Trabi. Was haben wir denn da? Ich glaube, irgendein Parken, der ist am besten. Da ist ja vielleicht doch noch die Chance da, dass ich nicht erwischt werde. Aber hier steht gerade wieder alles voll. Hey. Aber wurscht. Ich bin schneller wieder weg, bevor die Polizei hier ankommt. Okay, keiner hat's gesehen. Schön. Jetzt bin ich so weit gelaufen, hätte ich das auch noch zu Fuß machen können.
Gott, wie fährst du denn überhaupt, Mann? Diese Wichser an diesem Ort angetan haben, Mr. Clay. Und ich werde das auch nicht. Du und ich, wir sind keine Partner, aber bitte. Kamerad. Cassandra hat mir niemals von ihrer Vergangenheit erzählt. Dabei wäre ich gern ein Ansprechpartner für sie gewesen. Aber Vertrauen ist eben sehr schwer. Das verdammte Gras kutschiert sich nicht von selbst her, Freier. Fahr los und hol es. Neulich Abend habe ich diesen Typ im Radio gehört. Fahr los und hol es, sagt er. Noch nie hat einer so ehrlich geredet. Zumindest keiner, der danach... Fahr los und hol es. Wir haben gesehen, wie es funktioniert. Ich mach das dann zwischen der Folge. Kann ich auch ein bisschen Musik hören dazu mal. Dann reden wir jetzt mal mit Donovan. Hey! Haben die mein Auto umgeparkt? Aus welchem Loch krabbeln bloß diese ganzen Haitianer? Aus dem Weg. So, mal sehen, was er jetzt für uns hat. Komm schon. Probleme? Die Scheißkiste macht immer wieder Bandsalat. Wenn du willst, können wir uns die neuen Informationen ansehen. Dann zeig mal, was du rausgefunden hast. Hier, bitte. Zwei der größten Drecksäcke weit und breit. Wenn du abhaust. Ja, Point Verdun's Lieblingssohn Thomas Burke. Wie geht's ihm seit Dannys Tod? Vor 9 Wochen torkelt Burke in den Feinkostladen von Roman Barbieri alias der Schlachter. Ist total blau, fuchtelt wild mit seiner Knarre rum, schießt 10 Mal auf ihn. Aber was ist das Einzige, das er trifft? So einen verdammten Schinken, der zufällig im Schaufenster hängt. Die Jungs vom Schlachter haben ihn windelweich geprügelt und in eine Tonne gesteckt. Barbieri hat Point Verdun jetzt übernommen, richtig? Hat Burkes Bein mit dem Wagenheber zermatscht. Darum wollte Burke auch bei dem Raubüberfall mitmachen. Er dachte, dann ist er quitt mit Serl und kriegt Point Verdun wieder zurück. Ich fand schon immer, dass er ein Arschloch ist. Ist er auch. Genau wie alle anderen Iren. Aber er hasst Marcano so sehr wie du. Alles klar. Vielleicht kann ich Burke zu einer Chance verhelfen, sich für Dannys Tod zu rächen. Was für eine Hackfresse. Meistens hängt er in so einem Bumslokal rum in Point Verdun. Es heißt Duffy's. Dürfte leicht zu finden sein. Ich hoffe, dass der Knabe die Mühe wert ist. Und was haben wir noch? Mr. Vito Scaletta höchstpersönlich. Du wirst mich doch verarschen. Die letzten Monate waren richtig heftig für den alten Vito. Serl hat ihn immer gehasst, weil er ihn für einen Maulwurf von der Kommission gehalten hat. Aber Vito ist ja unantastbar. Nach dem Überfall hat er einfach Vitos Anteil zurückgehalten. Das hat ihn unter Druck gesetzt. Er wollte verhindern, dass Vito seine Schulden bezahlen kann. Und wenn Scaletta nicht zahlen kann, erlaubt die Kommission Marcano, ihn umzulegen. Vito ist nur noch aus einem Grund am Leben, und zwar, weil er wohl ein paar geheime Nebeneinkünfte hat. Mit diesem Geld konnte er Serl bezahlen. Meins muss man Scaletta lassen. Er ist nicht klein zu kriegen. Er hält länger durch, als ich dachte, aber seine Zeit läuft langsam ab. Vor ein paar Wochen hat Serl seinen Neffen geschickt. Der Junge heißt Michael Greco. Und soll Vito in River Row helfen. Greco hält seine Leute an, Vito Steine in den Weg zu legen. Und wenn Vito dann völlig handlungsunfähig ist, macht er ihn fertig. Scaletta wird wissen, was Greco geplant hat. Ich werde ihn besuchen. Vielleicht kann ich diese Greco-Geschichte nutzen, um Scaletta auf meine Seite zu ziehen. Dein Engagement wird ihn sicher freuen. Tja, dann ist ja klar, was wir zuerst machen. Geh zu Vito. Oder sind überall so Verteilerkästen? Da muss ich aber tüchtig... Siehst ziemlich lebendig aus für einen Toten.
Muss ich aber tüchtig sammeln gehen. Was ist denn das da? Das sah so aus, als könnte man's. Ich finde den Weg nicht mehr raus. Ah. Kann ich sein Auto nehmen? Vito Scarletta, willkommen. Darauf freue ich mich mit am meisten. Wahrscheinlich werde ich Vito total bevorzugt behandeln die ganze Zeit. Einfach aus nostalgischen Gründen, weil er der Protagonist von Mafia 2 war. Hab's ja schon so gefeiert, als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben. Jetzt sehen wir auch schon mal wieder ein bisschen was von der vom anderen Teil der Stadt. Und da wird's plötzlich wieder Nacht. Haben wir hier Feinde? Sieht so aus. Irgendwas gehört, wie es da drinnen so läuft? Na wie schon. Vito muss seine Niederlage einstecken. Wer besser Greco würde uns den armen Sack killen lassen, dann wär's vorbei. Nee, Greco will zeigen, wie hart er ist und den alten Vito so lange prügeln, bis wir ihn alle respektieren. Als wäre dazu nicht mehr nötig, als einen abgewrackten Nordstaatler aufzumischen. Na? Oh, da ist ja auch noch einer. Wieder mal typisch. Ciao. So, Vito steckt anscheinend schon in Schwierigkeiten. Oh. Sieht er nicht sehr freundlich aus. Scheiße! Ich hab was an mir kleben! Das ist wahrscheinlich etwas Gehirnmasse von irgendjemandem. Oder vielleicht Au. Ein bisschen Eingeweide. Ich hätte nicht gedacht, dass Greco... Mann, scheiße, es tut mir leid. Willst du was sagen? Verflucht, sag was! Wir werden zu schlecht bezahlt, um über etwas Unrecht nachzudenken. Und du endest wieder im Kopf. Du weißt, was ich meine. Sieh mal, ich muss mich um die Nigger im Hollow kümmern. Verdammt, diesen Vollidioten Richie fertig zu machen, hat noch irgendeinen Sinn. Aber Vito gehört zur Familie. Gehört er zur Familie? Der Befehl von ganz oben lautet, dass Scarletta fertig ist. Und das bedeutet Tod. Greco ist vielleicht nicht der Hellste, vielleicht sogar verrückt. Aber im Moment bestimmt er, wo es lang geht. Ja, auch genau. Bleibt ruhig alle zwei da stehen. Moment. Ah, komm ich nicht hoch. Dreck. Du gehst raus. Ich zieh dich mal ein Stückchen hier weg, mein Freund.
Vielleicht doch hier. Den mal hier hinterlocken. Mal schauen, ob er reagiert. Gott verdammt. Oh shit. Der hat jetzt den anderen noch gefunden. Oh, da gibt es eine neue Knifte. Die hat man noch nicht gesehen. Put. Komm ran hier. Aha, da hinten ist er. Noch ein Bild. Ich glaube, das geht nicht ohne eine Ballerei jetzt hier. Naja, lass uns krachen. Du hättest nie nach Newbordeaux zurückkommen sollen. Erwischt! Du wurde vergossen. Der schwarze Hof. Na, komm her. So, dann mache ich das gleich noch. Bietet sich ja an. Jetzt haben wir eh, glaube ich, Ruhe. Ich finde die MP cool. Rücke die Scheiße aus mir raus. Wenn Greco in der Nähe ist, fühlt sich niemand richtig sicher. Also bleibt sie einfach. Sehen wir mal hier nach. Na, wo bist du? Haben wir noch irgendwo einen? Ihr feigen Pestnäcken, mein Morgenschiss ist härter als ihr drei zusammen. Seht ihr nicht? Lass mir die Finger, hackt mir die Hände ab und ich mache euch Wichser immer noch platt. Mein Morgenschiss ist härter als ihr drei zusammen. Ich will zuerst dieses Collectible holen. Was ist da draußen los? Das hat Vorrang. Wo ist der hin? Und irgendwie komme ich von hier nicht rein. Gibt's da denn noch einen Weg hoch? Deswegen stehe ich gerade voll auf dieses Geboller. Ah, vielleicht komme ich da dann erst rein. Wer weiß. Jetzt holen wir Vito raus. Hey, ich bin hier drin! Ihr feigen Pest! Ich bin wohl gerade rechtzeitig gekommen, was, Vito? Lincoln? Wie ist das möglich? Du bist doch tot! Die Kugel hat mich nicht geschafft. Das Ding wurde abgeleckt. Verdammt Glück gehabt. Man sollte nie auf die Stirn schießen. Der Schädel ist härter, als man denkt. Komm,
Wir haben was zu besprechen. Als ich hörte, was passiert war, wollte ich sofort meinen Anteil von Baccano. Ich dachte, wenn er euch aufs Kreuz gelegt hat, bin ich der Nächste. Lass mich raten, da kam nicht viel. Er wollte, dass sich die Wogen erst glätten. Er hatte Angst, dass er erregt Aufsehen, wenn ich rumrenne und mein Geld raushau. Als wäre ich so ein scheiß Amateur, der noch nie ein dickes Ding gedreht hat. Wie geil, das ist sogar seine Jacke, die er in Teil 2 im On hat, oder? Die Kohle, die ich in den Überfall gesteckt habe, war alles, was ich hatte. Es reichte nicht mal zum Abhauen. Darum bin ich noch hier. Wegen der Kommission konnte er mich nicht einfach umlegen, also habe ich ihn bis aufs Blut gereizt. Ich wollte ihn so lange provozieren, bis er es doch probiert. Ich habe gehört, sein Neffe sollte sich deiner annehmen. Der Junge heißt Michael Greco. Angeheiratet, nicht blutsverwandt. Der hat sich aber gründlich umgesehen. Ja. Wohl neugierig, was bei mir noch alles läuft. Lass ich ja bestimmt alles im Büro rumliegen. Na, das brauchst du nicht machen. Hör mal. Danke, dass du mich aus dem Kühlraum geholt hast, aber was tust du hier? Marcano wird dafür büßen, was er getan hat. Der Kerl ist fällig. Er, seine Brüder, seine Lieutenants, alle von ihnen. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Naja, er hat mir so ziemlich alles abgeknöpft. Das siehst du ja selbst. Ja, das ist vorübergehend. Ich hole mir River Rove und Greco zurück, dann kommt wieder Geld rein und alles sieht ganz anders aus. Dann sind wir jetzt Partner? Solange du alles machst, was ich sage und mir alles gibst, was ich brauche, ja. Also adieu, Marcano. Hallo, Lincoln Clay. Entweder das oder mehr davon. Und nächstes Mal bin ich vielleicht nicht da, um deinen Arsch aus dem Kühlschrank zu zerren. Wenn einer die Ratte umlegt, bin ich es. Bring du mir Greco. Und ich bin dabei. Womit macht er sein Geld? Mit der Gewerkschaft der Hafenarbeiter und einem Lagerhaus. Da gibt's eine Menge wertvolles Zeug. Wenn du ihm die zwei nimmst, ist's vorbei mit Greco. Ein paar von meinen Jungs führen Buch über ihn, die können dir sicher helfen. Alles klar. Yeah, Vito Scarlatta ist auf unserer Seite. Und damit war's das auch. Was Verbündeten hinzu? Conciliera? Geldeinzahlung. Du kannst die Konziliäre anrufen, damit sie dein Geld abholen kommt und es für dich aufbewahrt, damit du es nicht verlierst, wenn du im Kampf getötet wirst. Sobald du deine Konziliäre verbessert hast, sammelt sie auch automatisch deine verfügbaren Dings ein. Wahrscheinlich die Kickbacks. Ja, sehr geil. Vito Scarlatta ist jetzt einer unserer Unterbosse. Mein Lieblingsunterboss, das kann ich jetzt schon sagen. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen wieder bei Mafia 3.